So, liebe Leute, herzlich willkommen. Uze ist am Start. Uze! Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hier, Wolfsberger AC Delicious, ja. Alter, vom allerfeinsten Europa League Quali, ja. 2015-16. Dritte Runde der Europa League Quali. Wir haben uns gerade eben mal den Spaß gemacht und uns die erste Quali und die zweite Quali-Runde angeschaut. Da ist echt, also hauptberufliche Fußballer sind da recht wenig zu finden, ne? Ja, kann man so sagen, ja. Wahrscheinlich, wie du schon sagtest, tagsüber stehen sie noch in der Bäckerei und abends gehen sie noch auf dem Bolzplatz eine Runde trainieren für die Euroleague Quali. Und dann Euroleague Quali, ey, hammerhart. Ja. So, wir gehen mal rein in die Geschichte hier. Wir haben ja die Kader aus der Vorsaison, das ist ja soweit klar. Ja, genau. Du wirst wahrscheinlich in Schwarz auffahren hier. Ich denke, ja. Das ist in Ordnung, ja. Ich habe ich denn hier für eine. Oh, das ist auch eine komische Aufstellung. Ich suche mir mal schnell meine Defensive hier, dass ich überhaupt mal. Mitspielen kann. Spielst du mit zwei Torhütern oder was? Ich spiele mit zwei Torhütern, ja. Gut. Und noch ein zweites Stadion parallel geschalten. Ich guck mal, was ich hier so habe. Rechtes Mittelfeld, den packe ich mal in den Hütenbrenner. Hütenbrenner habe ich. Hütenbrenner Weber. Standfest. Da ist er ja Standfest. Das ist auch nicht schlecht. Geil. Innenverteidiger, linker Verteidiger. Ach du Heilige, also 59er Innenverteidiger und solche Geschichten. Ich denke mal, das gibt eine fette Klatsche. Ich habe noch einen Ritnitsch, den nehme ich noch mit rein hier. Und sturmtechnisch weiß ich jetzt gar nicht, ob da was vorhanden ist. Moment, da gucken wir mal schnell. Usale und Simon, 63 Simon, ja, aber Silvio auch und ich gehe mal rein, komm. Lass mal knacken. Ja, genau. Ja. Macht eh nicht großartig Sinn, da rumzuschrauben am Kader. Ich glaube, das ändert nicht viel an der Gesamtsituation der Mannschaft. Ja, österreichische Bundesliga, Ösi-Liga. Ja, Ösi-Liga. Oh, das Stadion sieht ja sogar original aus. Das haben wir uns extra mal angeschaut. Das sieht echt genauso aus hier, mit so einer richtigen schönen Tatterbahn, ey. Ja, die alte Brennerbude da in Wolfsberg. Oh, geht ja gar nicht. Wolfsberg, ich weiß gar nicht, wo das liegt. Also, da müsste ich jetzt echt nochmal Google Maps reinschauen. Wahrscheinlich irgendwo... In Österreich. Irgendwo in Österreich, da in irgendeinem schönen Kanton oder was. Ne, Kantone sind doch in Schweiz, ne? Oh Gottes Willen. Kantone sind in der Schweiz, genau. Also komm irgendwie vor hier wie bei First Guy, Alter, bei Ultimate Team. Irgendwie so der letzte graue Rotz, den man hier so finden kann. Also nicht böse sein, liebe Österreicher bzw. Wolfsberger, aber von der Qualität her ist das hier die absolute Hölle. Ja, aber gut, du wirst dich... Ganz einfach will ich es ja auch nicht machen. Oh, nee. Keeper habe ich auch. Die Dortmunder müssen sich doch erstmal durchboxen, ne? Also einen gebrauchten Tag können auch die sich nicht erlauben. Wolfsberger C hat Schalke besiegt, hast du gesagt, ja, ne? Ja, 3-1 in der Vorbereitung. Gut, das ist sicherlich nicht richtungsweisend für das morgige Spiel, aber das ist auf jeden Fall ein Achtungszeichen und das heißt auf jeden Fall auch, dass man die Jungs nicht unbedingt abschreiben sollte, beziehungsweise auf eine leichte Schulter nehmen sollte. Also, Tuchel wird da wahrscheinlich schon die A11 aufstellen müssen. Will da auch nichts riskieren, weil, wenn man mal ehrlich ist, das ist schon richtungsweisend für die Saison der Dortmunder, das morgige Spiel. Ja, aber das ist ja halt auch nur Europa League Quali erstmal. Also ja, noch nichts, da geht man eigentlich von einem Sieg aus. Also, ja. Es wäre blamabel, wenn es nicht klappen soll. Du hast gesagt, der Kaderwert von Wolfsberger FC liegt bei 8 Millionen. 8,5 Millionen, der gesamte Kaderwert. Da kriegst du, glaube ich, nicht mal ein Bein von. Oh, da kriegst du nicht mal ein Bein von Hummels für, ne? Nee, nicht wirklich. Aber wie gesagt, so ein Underdog sollte man nie unterschätzen. Gab ja in der Vergangenheit auch ab und zu mal den Fall, dass vermeintliche Favoriten ausgeschieden sind in der Quali. Mainz hat es damals auch mal getroffen. Ja, da habe ich immer, ich hätte auch gesagt, Gazprom United da unten. Genau. Irgendwo dann Ukraine oder was das war, oder Ungarn, wirklich. Ja. Dass da überhaupt fließend Wasser herrscht, das war schon ein Wunder. Ja. Ja, aber wenn alles nach Plan läuft, dann sollte das morgen eigentlich ein sicheres Ding werden. Ne? Eigentlich auch etwas höher ausfallen. Aber ja, man weiß ja nicht. Also ich denke mal, Dortmund muss schon gut ins Spiel kommen. Werden sie auch, denke ich. Ja, die Vorbereitung von Dortmund war ja bisher auch recht solide. Jetzt mit dem 2-0 gegen Turin dann nochmal ein kleines Achtungszeichen gesetzt. Obwohl man ja auch sagen muss, Turin, für Turin war es erst der dritte Tag der Vorbereitung. Also da darf man jetzt auch nicht... Ja, gegen Bochum sah das ja anders aus, ne? Ja, klar. Da war auch nicht so gerechnet. Aber gut, das sind, wie gesagt, Vorbereitungsspiele, da gewinnst du auch keine Preise. Außer du heißt Hamburger Sportverein. Richtig. Die haben ja schon zwei Titel geholt. Ja. Die großen, oh. Oh!
die großen Werbepreise abgesandt, das Sparda Bank Cup und was nicht alles. Also, dass die Sparda Bank überhaupt noch gibt, wundert mich ja. Also, hat die den Sauschen abgeschafft mit der Wirtschaftskrise 2008. Ja. Jetzt ist gefährlich, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Den Bäckerei-Müller-Pokal haben sie auch noch geholt. Oh, Bäckerei-Müller! Ja, hinten aus dem Lettenhorst, Alter. Abseits. Oh, ich halte mich ja ganz gut. 22 Minuten ohne Gegentor, Mensch. Und das hier mit WAC heißen sie. WAC. Wolfsberger AC, ja. Habe mich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt vor der Quali-Runde noch wirklich nie ausgesprochen, glaube ich. Also, also es gibt ja ein paar Vereine in Österreich, auch die kennt man, ne? Ja, Austria Wien, dann. Rapid Wien, ne? Salzburg. Genau. Grasshopper sind aber Dinge. Zürich ist ja Schweiz wieder. Ja, ich tue mich auch mal schwer. Ja, die beiden immer durch auseinanderzuhalten. Oh, da ist was drin. Weidenfeller ist noch drin, aber Birki momentan gesetzt, ne? Ja, ich will's hoffen. Ich will's echt. Der war nicht so schlecht, der zuletzt. Recht schnell integriert in die Mannschaft. Ja, er ist ja auch ein. In der Regel auch relativ leicht ist. Oder leichter als bei Feldspielern. Ist aber auch ein ganz umgänglicher Typ, ne? Also. Ja, finde ich auch sehr sympathisch, der Junge. Also auf den freue ich mich wirklich. Castro bisher auch relativ solide Vorbereitung gespielt. Der will, das merkt man auch. Nee! Also Solle war das jetzt aber nicht da. Ich war ja schon gelegen, bis ich bin reingelaufen da. Schade. Ja, bisher gut gehalten. Keine wirklichen Chancen erspielen können, aber. Ja, so wird es, denke ich mal, morgen auch kommen. Dortmund wird sich lange schwer tun. Bis so das 1-0 fällt, bis der Knoten sich löst und dann können es ein Schützenfest werden. Oder die brechen sich wirklich an ab und holen da das 1-0 nach Haus. Ja, irgendwie, ne? Ja, man weiß es nicht. Ja. Wie sieht's mit Reus aus? Wieder komplett fit? Ist der. Ja, steht im Saft. Ne, da durchgespielt, glaube ich, sogar gegen Juve, ne? Nach seinem Solo gegen Juve hat sagen, er wieder gezeigt, dass er fit ist. Und ein Hummels hat ja scheinbar auch abgespeckt, wie er jetzt kürzlich berichtet hat in der Zeitung. Der hatte ja im letzten Jahr so ein kleines Fressproblem. Hummels? Ja. Da gab es jetzt das große Outing in der Zeitung, dass er so Fressattacken hatte. Nach vielen Frustmomenten in der vergangenen Saison. Und da gab es ja einige von, hat er gesagt. Hat er sich so ein bisschen Speck angefressen. Ach, Hummels habe ich gar nicht jetzt wahrgenommen, nee, ey. Hat man so als Außenstehender auch nicht wahrgenommen. Aber er hatte ein paar Kilo zu viel drauf. Er war auch eigentlich der größte Verlierer nach der WM. Oh, da war jetzt aber gut. Oh, macht er nicht. Er war, glaube ich, so als Weltmeister, was man ja normalerweise von dem Bayern-Block so gedacht hatte, nach der WM, dass die so ein bisschen schwächen würden, ne? Das hat irgendwie bei Hummels alles abgeladen. Ja. Habe ich so das Gefühl gehabt, ja. Ganz über die gesamte Saison nie so wirklich in Tritt gekommen. Nee. Ziemlich anfällig für Fehler, was man von ihm ja gar nicht kann. Der macht ja Kapitän jetzt, ne? Dieses Jahr, oder? Ja, genau. Letztes Jahr auch schon, ja. Der hat ja Kehl. Klar, so Kehl war ja noch. Genau. Oh. Was ist denn jetzt? Er weiß nicht wohin, Alter. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, morgen, Oh! Der kann man hier. Oh, Scheiße! Und der ist auch lahmarschig, Mann! Ja. Oh, da ist er hier aus dem Senegal. Oder was? Scheißegeister. Ja. Morgen, ich glaube, 21.05 Uhr, also auch eine ganz ungewöhnliche Zeit. Die haben ja teilweise aber auch schon 18 Uhr und sowas, ne? Ja, das ist ganz eigenartig. Oh, wo läuft er denn hin? Oh, was macht er denn hin? Scheiße. Oh Gott. Ah, schade. Für mich aber trotzdem relativ schwer, muss ich sagen. Ja, ich spiele ja wieder mit der Fünferkette, das ist dann schon ja ein bisschen defensiver, als was man normalerweise so. Ja. Oh. Kletterklatschen? Immer am Klatschen hier. Applaus. So. Aber ist echt schon schwer. Also ich muss echt sagen, also die Truppe hier. Oh, abseits, aber sowas von deutlich. Mann, Becker, ey. Also spielt man normalerweise nicht freiwillig im FIFA, wenn man nicht gerade aus Wolfsburg kommt, denke ich. Ja, da tut man sich schon ein bisschen. Bei so einem Karrieremodus oder so. Ja, genau. Damit man mal ein paar ordentliche Spieler kaufen kann von Red Bull oder was. Jetzt lauf doch mal! Oh, die Pässe!
Oh Gott, Allzeit, alles klar. So, jetzt kriegen sie erstmal Red Bull-Dose und dann geht das los. Ja, wahrscheinlich, ja. Ne, ich bin auch gespannt, wen Tuchel morgen aufstellen wird. Kann man ja mal so ein bisschen spekulieren. Wen wird er bringen? Also links auf dem Flügel, Reus wird, denke ich, klar sein. Das ist gesetzt, ne? Reus ist Gesetz. Demzufolge würde er auch spielen. So im Zentrum, im Sturmzentrum Aubameyang, das sollte eigentlich auch klar sein. Gündogan war nicht so schlecht, ne? Mit in der Vorbereitung. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, auf jeden Fall rechts vorne, da geht's dann schon los. Ich denke mal, da wird er, ja. Wird er da mit Mkhitaryan spielen? Wird er da mit Campbell spielen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Mkhitaryan, einer der Kandidaten für den rechten Flügel. Ja, im Zentrum dann, wenn Mkhitaryan auf rechts geht, mit Sicherheit Kagawa. Ja, auf der 6 wird dann noch interessant. Ob, ja, da hast du ja wirklich momentan fast eine Überbesetzung, kann man sagen. Da hast ja du einen Castro, da hast du einen Weigel, da hast du einen Gündogan, da hast du einen Bender, da hast du einen, wenn Sahin fit ist, einen Sahin, da hast du einen Kehl. Also da hast du wirklich, ja, wirklich eine Menge Alternativen. Dieser Weigel, was ist mit dem jetzt da? Ist der jetzt schon gesetzt oder ist das perspektivisch? Ja, das, ich denke mal, würde die ersten Spiele zeigen, wa? Ob er wirklich ein Potenzial hat für Stammkraft. Also ja, momentan gute Ansätze waren da, aber ich hatte dir ja heute Nachmittag auch schon geschrieben, der hat in seiner gesamten Profilaufbahn noch kein Tor geschossen. Zuletzt in der A-Jugend getroffen für 1860. Das ist auch ein bisschen wenig dann, ja. Ist ein bisschen wenig, ja. Gut, ich habe mir jetzt auch noch nicht so oft spielen sehen für 1860. Und ist das jetzt Stürmerposition oder wo sitzt der? Der Weigel ist im zentralen Mittelfeld angekommen. Ja gut, okay, ja dann, ja gut, dann vielleicht Assist oder sowas. Ja, aber wie gesagt, insgesamt, also selbst von einem Sechser oder von einem Achter erwarte ich dann doch nochmal ein Tor, zumindest in über 60 Spielen. Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Oh, schlecht. Wenn er seine Sache sonst gut gemacht hat, dann musst du ja nicht zwangsläufig Tore schießen. Wenn du dafür 100 vorbereitest, ist das ja auch in Ordnung. Richtig. Na, komm ich da nochmal irgendwie ran da an die Buletten oder was ist da? Oh, oder was heißt? Nee, da geht's weit. Nee. Tja, Mensch. Ja, dieser 6 würde ich momentan Castro und vielleicht Gündogan als Gesetz sehen. Castro ist ja auch ein Allrounder, den kannst du ja auch passen. Also der ist so vom. Der ist für mich so ein richtiger Top-Profi, also muss ich sagen, immer solide Leistung, auch bei Leverkusen. Und ich meine, das ist ja nicht einfach, bei Leverkusen noch hervorzustoßen, weil häufig die Mannschaft ja auch ein bisschen nachlässt und ja, da hat er immer gute Leistung gebracht. Ne? Das ist ja wieder ein typischer Leverkusen-Transfer, wo man sagt, so, der kann auch mal den nächsten großen Schritt machen und kriegt hier was reißen, ne? Ja. Oh, nein, schade, nicht, dass der da jetzt so durchrollt. Naja. Der ist ja zu schnell da vorne, ne? Da kommt da. Ja, weiß ich nicht. Defensive wird auch nochmal interessant. Also, für mich ist Sokratis eigentlich gesetzt nach Hummels. So, das hat Klopp anders gesehen. Ich weiß nicht, wie weit Tuchel da ist in seiner Einschätzung. Er hat ja nur auch schon ein paar Wochen hinter sich mit Dortmund und er hat da sicherlich auch schon eine Meinung zu, wer für ihn da gesetzt ist. Aber ich bin auch der Meinung, er tendiert eher zu Subotic, was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann. Stick, da muss ja irgendwas den Trainern antun, dass er ich versteh's nicht. Also der hatte ein komplettes Seuchenjahr, wie so viele, aber bei ihm war es noch krasser. Er hat wirklich sehr, sehr viele Gegentore verursacht. Auch durch viele krasse individuelle Fehler. Und Sokratis war eigentlich über die gesamte Saison gesehen noch der stabilste Innenverteidiger bei Borussia, noch vor Hummels, meiner Meinung nach. Und dann wieder auf Subotic zu setzen, also ist für mich, ja, gut, man weiß ja nicht, wie es kommt. Aber wäre für mich schon wieder ein bisschen fraglich, das Ganze. Ja, außen genauso eine Sache. Ja, spielt er mit Durm, Piszczek ist, denke ich, gesetzt. Da kommt auch kein Torwart, Alter, der fällt ja genau vorne rein, Alter. Ja. Hier, guck mal, da war ja niemand harter Schuss, naja. So, ist egal. Ja, außen, wie gesagt, Durm und Sokratis, sag ich schon, Durm und Piszczek für mich gesetzt. Ich glaube, Schmelzer hat bei Tuchel kein leichtes Spiel. Ich glaube, der ist da ein bisschen kritischer den Spielern gegenüber, zumal Tuchel ja auch noch nicht mit Schmelzer zusammengearbeitet hat, beziehungsweise Schmelzer bei ihm noch keine Vorgeschichte hat und der geht dann natürlich so ein bisschen befreiter ran und bewertet die Spieler in erster Linie nach Leistung oder nach der aktuellen Leistung und nicht nach dem, was sie in den Jahren zuvor geleistet haben. Was ja auch wichtig ist jetzt in der aktuellen Situation, ja, also noch so ein Jahr, das wäre dann natürlich schon eine Katastrophe, ne? Also ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem von Klopp, dass die Spieler bei ihm teilweise einen zu großen Tribut hatten und die auch immer noch so ein bisschen von den Leistungen aus den Vorsaisons genährt haben und er dann eben nicht unbedingt nach Leistung aufgestellt hat, sondern eher nicht nach Sympathien ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber nach Leistung aus den Vorjahren.
Und dann hat sich auf einigen Positionen hat sich das eben nicht bezahlt gemacht. Eben unter anderem auf Schmelzers Position, wo ich Durm wesentlich stärker finde, weil der auch in der Offensive wesentlich stärker ist. Oder eben auch Subotic. Oftmals Subotic spielen lassen, obwohl Sokratis fit auf der Bank saß. Das war für mich völlig unverständlich. Auch schon wieder? Ey, Freistoß. Ah. Ja, und eben die Torwartposition. Das wird nochmal sehr, sehr interessant werden. Also ich tendiere ja ganz stark zu Bürki. Was ja eigentlich auch logisch ist, wenn man einen Bürki verpflichtet. Das ist eben auch keiner für die Bank. Ja. Oh. Nee, ja, gut, also der will die Frage halt noch offen lassen, habe ich gelesen, ja. Ne, der Tuchel, also der will noch nicht, der will noch ein bisschen Konkurrenz da haben, weil zu sicher ist natürlich auch scheiße, ne, wenn sich einer dann zu sicher fühlt, aber gut, irgendwann muss sich auch mal entscheiden, dann muss auch mal Klartext da sein, ne. Ja, ja, ja. Aber gut, Weidenfeller, ja, will ja auch, ja, ja. Man kann es ja so lösen wie beispielsweise in Barcelona, dass man sagt, okay, der spielt in der Liga. Findest du das gut? Findest du das gut? Nee, ich finde das nicht gut. Ich bin da kein Fan von, nee. Nee, ich finde das auch bescheuert. Also meiner Meinung nach muss der beste Torwart wieder ins Tor. Und wenn Bürki da eben einen Tick vorne ist, dann hat er für mich zu spielen, egal in welchem Wettbewerb. Also ich finde diese Rotation da auf der Torwartposition in den unterschiedlichen Wettbewerben finde ich schwachsinnig. Wenn du, gut, ich meine, wenn du wie in Barcelona zwei Torhüter auf fast gleichem Niveau hast, ja, die du beide in ein und derselben Saison verpflichtet hast, gut, dann sieht die Sache vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Aber grundsätzlich bin ich von dieser Rotationsgeschichte da auf der Torhüterposition überhaupt kein Freund. Geht mir eh nicht, also ich finde die auch Quatsch. Also kann er nichts abgewinnen. Nee, überhaupt nicht. Okay, Freistoß noch hier. Ja, vor allem, stell dir mal vor, du spielst eine Bombensaison in der Liga, bist quasi verantwortlich für die Meisterschaft und dein Konkurrent spielt im Champions League-Finale, weil er für den Pokal gesetzt ist. Das ist doch scheiße. Ja, das stimmt, ja. Finde ich auch. Da sollte man dann wirklich schon nach Leistung gehen und ja. Wenn Bürki bessere Leistung zeigt als Weidenfeller, dann ist das für mich die klare Nummer 1. Absolut. Man hat auch bei Weidenfeller wirklich gemerkt, das habe ich auch in den Prognosen in der Vorsaison auch öfter schon erwähnt, dass er wirklich seinen Zenit mittlerweile erreicht, wenn nicht sogar schon überschritten hat. Ja, muss man sehen. Er ist zwar immer noch ein guter Bundesliga-Torhüter, aber ob es dann wirklich für einen ganz großen Coup mit Weidenfeller noch reicht, mag ich auch zu bezweifeln. Also bin da dann doch schon eher pro Bürki eingestellt, zumal ich den in der letzten Saison auch schon klasse fand und schon bevor die Wechselgerichte überhaupt aufkamen, gesagt habe, das wäre noch einer für Dortmund, für die Weidenfeller Nachfolge. Und so ist es ja jetzt Gott sei Dank auch gekommen. Also ich hätte mir da kaum eine bessere Alternative vorstellen können als Bürki. Hat natürlich Dortmund jetzt auch in die Karten gespielt, dass Freiburg abgestiegen ist. Ja. Dass sie den relativ günstig geschossen haben. Aber ich bin da wirklich sehr, sehr positiv angetan von dem Burschen. Muss man sehen. Also fußballerisch hat er was drauf. Gutes Stellungsspiel, sehr, sehr gute Reflexe. Ja, jung, dynamisch. Macht naja, wird sich auch mit dem Jan Sommer dann wahrscheinlich um die Nummer 1 in der Schweiz streiten. Und dann hat er ja ganz gute, bei Dortmund eigentlich ganz gute Karten, ne? Ja, denke ich auch. Wenn er bei Dortmund eine gute Saison spielt, dann hat er wirklich gute Karten. Da dann auch für die Schweiz berücksichtigt zu werden. Richtig, ja. Ja, schwieriges Spiel, das ist ja teilweise echt unmöglich, aber irgendwie ging es dann doch noch irgendwie zu Rande. Machen wir das Rückspiel auch noch gleich? Ja, können wir gerne machen. Klar. Und da unterhalten wir uns mal so ein bisschen über Transfers, würde ich sagen, was dann auch möglich ist bei Dortmund und was vielleicht noch kommen sollte, ne? Richtig, ja, so ein solide 3:0 kann ich mir auch für morgen gut vorstellen. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, also das wäre peinlich, wenn Dortmund da schwächeln würde. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also bei dem Verhältnis, natürlich ist es kein Selbstläufer aus der sportlichen Perspektive, aber alles andere als außer zwei Siege ist einfach ist Pflicht. Ja, und selbst wenn es spielerisch noch nicht rund läuft, es macht am Ende dann doch die individuelle Klasse, die Dortmund hat. Oder muss. In der Form muss das einfach so sein, ne? Ist einfach so. Gut, bis dann, Leute. Ja, noch einen Tipp abgeben sonst, oder? Für Hinspiel, ich sag, 5-0 für Dortmund. Ich tippe auf ein 3-1 für Dortmund. Okay. Denn da nach der letzten Saison gehe ich da jetzt immer so ein bisschen skeptischer ran. Gut.